Das letzte Kapitel dieses sechsteiligen Fernsehfilms sehen Sie morgen Dienstag um 20:15 Uhr. Wir möchten Sie noch darauf hinweisen, dass Sie John Jakes Roman zu der Serie Fackeln im Sturm unter dem Titel Die Erben Kains bei SV International, Schweizer Verlagshaus AG Zürich, erschienen und im Buchhandel erhältlich ist. Das waren noch Zeiten, als die Jesuitenpadres nicht nur ihren Kopf, sondern auch Arme und Beine und damit ihr Leben einsetzen mussten, um an ihre Schäflein zu gelangen, die es zu bekehren galt. Wie hier, Mitte des 18. Jahrhunderts in Südamerika. Der britische Regisseur Roland Joffé, der einst mit Killing Fields 3 Oscars und bei der Kritik viel Lob erntete, errang mit seinem Monumentalwerk Mission in Cannes die höchste Auszeichnung, die Goldene Palme. Die Kritik jedoch hielt sich diesmal reichlich bedeckt. Bei Killing Fields war es ihm gelungen, Schicksale und die Politik der brennenden Felder Vietnams zu einem erschütternden Werk zusammenzufügen. Hier jedoch bleibt menschliches Leid allzu oft im Pathos und politisches Engagement im Ansatz stecken. Erzählt wird die wahre Geschichte einer winzigen Gemeinde in der Wildnis, in der Indios und Jesuiten in einem geradezu paradiesischen Miteinander lebten. Und das Mitte des 18. Jahrhunderts. Da aber ein Paradies auf Erden weder der Kirche noch den Eroberern Südamerikas passt, wird es brutal niedergemetzelt. Cabeza, wie kommen Sie zu der Behauptung, dass dieses Kind ein Tier sei? Euer Eminenz, einen Papagei kann man auch singen lernen. Ach ja? Aber wie bringt man ihm bei, so melodiös zu singen wie dieses Kind? Euer Eminenz, dies ist ein Kind des Dschungels. Ein Tier mit einer menschlichen Stimme. Dies soll ein Mensch sein? Jedes Tier würde sich seiner Laster schämen. Diese Kreaturen sind tödlich und wollüstig. Sie müssen mit dem Schwert unterdrückt und mit der Peitsche zu profitabler Arbeit gebracht werden. Was die hier sagen, ist reiner Unsinn. Neben grandios fotografierten Wasserfällen beeindruckt eine fast unberührt scheinende Urwaldidylle. Daneben bleibt die Story vom Saulus, der zum Paulus wird, bleibt die Tragödie der Indios, die versklavt und ermordet werden, in manchmal etwas langatmigen Dialogen auf der Strecke. Auch die Rolle der katholischen Kirche ist mir etwas zu vorteilhaft dargestellt. Immerhin, das Gespann Jeremy Irons und Robert De Niro verkörpert kraftvoll zwei außergewöhnliche Typen mit geradezu charismatischer Ausstrahlung. Und die können sie gut gebrauchen, schließlich ist der Film 2,5 Stunden lang. Gottes Ratschluss ist unerforschlich. Wie soll er wissen, dass ihr Gottes Willen kennt? Er glaubt nicht, dass ihr für Gott spricht. Er denkt, er spricht für die Portugiesen. Ich persönlich spreche nicht für Gott, ich spreche für die Kirche, die Gottes Instrument auf Erden ist. Er sagt, es war falsch, uns zu vertrauen. Sie werden kämpfen. Dann müssen Sie sie überreden, nicht zu kämpfen. Der Flieger, das ist der Titel des zweiten Films, den ich vorstellen möchte. Er hat zwar ebenfalls Südamerika als Traumziel, doch in Form und Inhalt sind beide meilenweit voneinander entfernt.
Das ist der Palomani. Und da? Dara X Yamas. Ja, das Modell ist eine ganz maßstabsgetreu, ne? Vorhin beim Fliegen ist mir's eingefallen. Man darf nicht den kürzesten Weg nehmen. Man muss fast ein Dreieck fliegen, denn an dem Gebirgszug kann man noch mal höher holen. Und dann muss man von da nach da. Nur so kommt man über den Urwald. Bernd, oder wie Sie ihn alle nennen, Bück, ist begeisterter Drachenflieger. Er träumt davon, einmal von hohen Andengipfeln kilometerweit über den Urwald zu schweben. Ansonsten ist er ein ganz normaler, netter Junge von nebenan, hat eine liebenswerte Freundin, lebt gern in der Kleinstadt Coburg und ist Auszubildender bei einer Versicherung. Hier allerdings geht sein Engagement etwas weiter als allgemein üblich. Was, die Frau Nogel hat eine Frau, die wohnt doch in der Judengasse. Und jetzt hat ihr Haus in der Rückwand einen Riss gekriegt. Das Wasserrohr ist gebrochen und es steht alles unter Wasser. Der Keller mit dem ganzen Zeug. Die Erde ist vollkommen zusammengebrochen vom Haus. Das ist alles altes Klump und überall sind alte Gänge und Gewölbe. Ich dachte, da du doch bei der Versicherung bist, dass du mir einen Rat geben kannst. Ja. Man will ja nichts falsch machen mit all den Fragebögen und den Aktenkram. Was? Sie hat keine Renten. Los das Haus. Ist gut, ich frage einmal, ne? Ja. Ja, erzähl einmal, Bück. Du warst heute beim Fliegen. Ja, war schön. Ich muss wieder nach auf die warten. Ade! Dich! Ist doch zu was nütze, dass er bei der Versicherung ist, gell? Wollt erst nicht. Wollt Pilot werden. Ist aber nicht gegangen, weil er farbenschwach ist. Farbenschwach? Nicht farbenblind, farbenschwach. Mit einer ehrgeizigen und attraktiven Journalistin aber ändert sich Bücks Leben von Grund auf. Nicht nur, dass er sich neu verliebt. Die Journalistin macht aus seinem Traumziel Anden die Sommerstory auf der Titelseite der Coburger Zeitung. Und damit gerät ein Stein ins Rollen, der durch nichts mehr aufzuhalten ist. Die Coburger nämlich haben jetzt nicht nur einen Gesprächsstoff, sie haben ihren eigenen Helden. Und jeder, der etwas auf sich hält, und das sind nicht wenige, will ihn selbstverständlich auch fördern. Sie haben noch nicht die Zeitung gelesen, nicht? Nein. Ja, ich weiß nicht, also erstmal muss ich überhaupt einen anderen Drachen haben und dann... Ich hab's gelesen. Das wird ja ein wagemutiger Flug, sehr mutig. Aber was ich besonders schön finde, ist, dass Sie so ein Ziel haben und dass Sie so konsequent auf das Ziel hinarbeiten. Genau das Gegenteil von der sonst unter den Azubis verbreiteten Frührentner-Mentalität. Wie sind Sie denn überhaupt auf diesen Palomani gekommen? Allein der Name, das ist schon hervorragend. Das ist der Traum vom Gold der Inkas, nicht? Ja, auch. Ich stehe solchen Rekorden sonst eher skeptisch gegenüber, aber Ihr Vorhaben hat einfach Vorbildcharakter. Vielleicht machen wir mit Ihnen eine Reklameaktion. Sie unter dem Drachen, über dem Urwald und drunter unser Slogan. Erwin Keusch, Regisseur von Das Brot des Bäckers, hat eine Parabel in Szene gesetzt. Eine Parabel darüber, wie aus einem Traum Wirklichkeit und damit ganz zwangsläufig etwas anderes als das Erträumte wird. Behutsam setzt er Steinchen neben Steinchen, bis ein buntes Mosaik erkennbar wird. Und das steckt voller hübscher Details und witziger Einfälle. Seine Figuren sind spießig und spitzfindig, ehrgeizig und ehrerbietig, immer aber bleiben sie eins, liebenswert. Sie sind der junge Mann, der mit dem Drachen vom Palomani fliegen will. Man hat es mir vorgelesen. Ja, über den Urwald nach X Yamas. Ich habe 40 Jahre dort gearbeitet. Ich wollte Sie nach den Bewohnern und der Landschaft fragen. Die Menschen dort sind freundlich, wenn auch scheu. Mhm. In jüngster Zeit soll es allerdings zu Widersetzlichkeiten gekommen sein. Eine Erdölgesellschaft bohrt in der Gegend nach Öl. Ja, und der Urwald, also gibt's da Sümpfe? Und der Gegend nicht. Es ist ein geschlossenes Waldgebiet. Und es ist ein wunderschönes Erlebnis, einmal durch den Urwald zu gehen. Also, wenn ich unten bin, was dann? Wenn Sie unverletzt sind und laufen können, suchen Sie nach einem Bach, folgen Sie dem. Nach der nächsten Einbindung folgen Sie dem nächsten größeren Fluss.
und dann wieder dem Größeren. Das ist die einzige Chance, auf eine Ansiedlung zu stoßen. Ich weiß nicht, ob das dieser Amerikaner damals gewusst hat. Was für Amerikaner? Ja, oder war das ein Australier? Der Drachenflieger damals, der ist doch auch von Balomani geflogen. Was? Ja, der ist verschwunden damals. Aus der Traum und rein in die Realität. Nicht nur Bück weht ein frischerer Wind entgegen. Regisseur Keusch breitet eine bunte Palette an menschlichen Schwächen und Stärken aus. Er macht das mit Werf und Witz, mit Charme und Verstand. Ein bundesdeutscher Film, frisch, flott, fröhlich und ein bisschen nachdenklich stimmend. Auf jeden Fall sehenswert. Guten Tag. Guten Tag, Herr Klinger. Wie viel Geld fehlt Ihnen noch, damit Sie fliegen können? 7.000 Mark. Gut. Die Versicherung stiftet Ihnen den noch fehlenden Betrag. Danke. Dann steht Ihrem Flug ja nichts mehr im Wege. Wann fliegen Sie? 2-3 Wochen? Das ist sehr knapp, wissen Sie, ich muss... Bis dahin werden Sie selbstverständlich beurlaubt. Ihre Außendienstarbeit belastet Sie ja sonst zu sehr. Herr Dr. Wolf, ich... Gut. In der vergangenen Woche konnte er noch schwerhörig dargestellt werden, der Herr Bundesfinanzminister. Aufwertung der deutschen Mark. Aber Herr Chirac, warum sind Sie denn so laut? Und wie kommen Sie nur auf die Idee, die starke Mark sei das Problem? Das ist doch nicht die feine Art, vom schwachen Franc abzulenken. Was erledigt werden musste, ganz hellhörig übrigens, auch im Blick auf die Landwirte. Die deutsche Mark wurde, flankiert durch einige andere Währungen, aufgewertet, ganz erwartungsgemäß, denn diese 3%-Aufwertung spiegelt die Stärke der Wirtschaft wider. Ja, und den Franzosen blieb die fällige Abwertung erspart. Was nur bedeutet, die nächste, die 12. Wechselkursanpassung im europäischen Währungssystem, lässt schon jetzt ganz nachdrücklich grüßen. Willkommen bei Wieso, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Klar, diese Wechselkursveränderung ist schon wichtig. Und sie bedeutet für die Exporteure in der Bundesrepublik, dass ihr Geschäft schwieriger wird, als es bisher war. Aber alle sind längst darauf eingestellt und gewillt, mit diesen Schwierigkeiten fertig zu werden. Wetten das? Die Themen heute. Automarkt 87, japanische Erfolge und was sich deutsche Hersteller daraufhin einfallen lassen. Zur Person. Hans Stern, Juwelier. Wieso-Tipp zum Erbrecht. Kein Testament. Wer erbt? Und Pflegebedarf. Tagsüber versorgt, abends zu Hause. Das Angebot von alten Tagespflegestätten. Liebe Zuschauer, wegen unseres Automarkt-Themas ist Dr. Horst Herke hier im Studio, Vorstandsvorsitzender der Opel AG. Willkommen und vorweg gleich die Frage, wie werden Sie mit der aufgewerteten D-Mark zurechtkommen? Ich werde die Währungsanpassungen vom vergangenen Wochenende nicht als eine einschneidende Maßnahme. Der Prozentsatz ist ja maßvoll und erscheint verkraftbar. Die in der Hauptsache betroffenen Märkte sind Frankreich und Italien. Das sind für die Automobilindustrie sehr wichtige Absatzmärkte. Aber an unserem Exportvolumen, an den Stückzahlen wird sich kaum etwas ändern. Was passieren wird, ist, dass wir fürs erste Mal weniger verdienen, denn wir können ja nicht so ohne weiteres wegen der Aufwertung der D-Mark die Preise erhöhen. Sind alle im Grundsatz zuversichtlich? Ich bin zuversichtlich, denn das hat es ja alles schon mal gegeben. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, in der Bundesrepublik ist immer noch die Meinung anzutreffen, dass die Japaner wirtschaftlich die reinsten Tausendsassas sind.
findig, erfolgreich. Und wenn man denkt, man hat irgendwo eine Marktnische entdeckt, zack, sitzt schon ein Japaner drin. Zur vollständigen Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Wirtschaft Japans gegenwärtig in erheblichen Schwierigkeiten steckt, dass das Wachstumstempo stark abgenommen hat, dass Arbeitslosigkeit zum Problem wird. Andererseits, je mehr Japan gegenüber den USA zur Selbstbeschränkung verdammt ist, desto mehr wird Westeuropa zwangsläufig zum Ziel japanischer Exportanstrengungen. Und was man dabei auf dem Automarkt beobachten kann, das stellt den Versuch dar, die Schwierigkeiten daheim durch einfallsreiche Verkaufspolitik draußen zu unterlaufen. Udo van Kampen hat sich mit den japanischen Absatzerfolgen befasst und schildert auch, wie die deutschen Hersteller dieser Herausforderung begegnen wollen. Im Anschluss an den Bericht dann sein Gespräch mit Dr. Horst Herke, den Sie ja bereits kennen. Auf den ersten Blick ging es für die deutsche Automobilindustrie 1986 nur bergauf. Produktion und Zulassungen in der Bundesrepublik erklommen Rekordhöhen. Der Autoboom ging an keinem Hersteller vorbei. Alle blieben in der Erfolgsspur. Volkswagen verzeichnete ein Zulassungsplus von 16%. Mit 2% Zuwachs bildete BMW das Schlusslicht. Zum 100. Geburtstag des Automobils hätte die Branche eigentlich Grund zu uneingeschränkter Freude. Doch Jubelstimmung will bei den Autobossen trotzdem nicht aufkommen. Der Grund ist die Konkurrenz aus Japan. Nie zuvor löschten in Bremerhaven oder Emden Transportschiffe aus Japan häufiger ihre Fracht. Über 400.000 Automobile konnten die Japaner 1986 in der Bundesrepublik absetzen. 10-mal so viel wie vor 10 Jahren. Nicht die heutigen Stückzahlen lösen Unbehagen aus. Das Wachstumstempo ist es, das die deutschen Autobauer nervös macht. Das Zulassungsplus aller japanischen Anbieter lag 1986 bei 32%. Das der deutschen Hersteller insgesamt bei nur 12%. Was macht die Japaner so erfolgreich? Erster Grund, sie sind Meister im Aufspüren von Angebotslücken. Den Markt der Geländewagen teilen sie praktisch unter sich auf. Zwar benötigen bei unseren Straßenverhältnissen nur die wenigsten Autofahrer sogenannte Feld-, Wald- und Wiesenfahrzeuge. Doch der Geländewagen ist heute auch zum Spielzeug der Schickimicki-Gesellschaft geworden. Und derer, die dazugehören wollen. Zweiter Grund. Die Autos aus Fernost treffen im Aussehen immer häufiger den deutschen Geschmack. Sie sind gut ausgestattet und die Pannenstatistik von ADAC und TÜV bescheinigt ihnen Zuverlässigkeit. Der Preisvorteil gegenüber deutschen Autos schrumpfte in letzter Zeit. Das Erstarken der japanischen Währung gegenüber US-Dollar und D-Mark verringerte die Gewinne und zwang zu Preiserhöhungen. Höhere Stückzahlen und höherwertige Modelle sollen nun die Währungsverluste wettmachen, so die Strategie der Japaner. Dritter Grund, die Händlerorganisation wird mit Hochdruck ausgebaut. Man will weg vom Hinterhof-Image. Wer künftig verstärkt Autos der gehobenen Mittelklasse verkaufen will, braucht ein exklusives Umfeld. Früher standen draußen vorwiegend italienische und französische Gebrauchtwagen. Heute sind es auch viele deutsche. Über 15% Marktanteil haben die japanischen Hersteller inzwischen in der Bundesrepublik. Toyota ist dabei die Nummer 1 vor Mazda. An Selbstbewusstsein fehlt es nicht. Das Firmenmotto für Deutschland lässt ahnen, wohin die Reise geht. Vorsprung durch Technik ist die Abwehrlinie der deutschen Hersteller. Die heimischen Autobauer behaupten überzeugt, wir bauen die besten Autos der Welt. Mit modernster Automobiltechnik und neuen Ideen im Automobilbau will man sich die lästigen Konkurrenten aus Fernost vom Hals halten. Das Zukunftsauto Scooter von VW ist nur ein Beispiel dafür. Die deutsche Automobilindustrie ist weltweit führend, was die Technik der Fahrzeuge angeht. Sie ist der Maßstab für alle anderen Hersteller, auch für die Japaner. Und die neuen Innovationen an den Fahrzeugen, ob das
der Katalysator, der geregelte ist, ob das die Gemischpillung, die elektronisch geregelt ist, ob das die Einspritzventile sind, ob das das Antiblockierbremssystem ist, ob das die Fahrdynamik an den Fahrzeugen ist, also die Unfallvorbeugung, die Aerodynamik. Das ist also alles die Urwiege hier in Deutschland. Und die deutsche Automobilindustrie versucht über diese Aktivität, auch verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, diesen Vorsprung zu halten. Und ich bin ganz sicher, dass wir das auf der technischen Seite können. Wichtigstes Ziel der Forschung ist es, dem Autofahrer durch die Möglichkeiten der Mikroelektronik das Autofahren zu erleichtern. Ein Beispiel: Erkennung von Hindernissen im Nebel. Die Abstandsmessung erlaubt zum Beispiel die Kolonnenfahrt ohne Risiko. Wer im Windschatten des Vordermannes fährt, spart Energie. Dieses System fördert darüber hinaus den Verkehrsfluss. Dies und vieles mehr erforschen die europäischen Automobilhersteller gemeinsam zur Wahrung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Bilder wie diese, Autoschlangen, die sich im Schritttempo durch die Straßen quälen, könnten künftig selten werden. Herr Dr. Herke, die Adam Opel AG ist ja einer der Hauptanbieter im Bereich der Mittelklasse, im Bereich der gehobenen Mittelklasse. Mhm. Fürchten Sie nun den japanischen Angriff in diesem Bereich? Wir stellen uns diese Herausforderung mit Gelassenheit einerseits, andererseits nehmen wir sie natürlich ernst und wir können nicht untätig bleiben. Unsere Devise kann nur lauten, weiterhin Spitzentechnologie im Auto anzubieten, beim Wettbewerb, bei der Technik des Automobils die Nase vorn zu behalten. Und dass wir das können, das haben wir ja eigentlich erst vor kurzem unter Beweis gestellt. Es ist gerade eine Woche her, dass der Preis Auto des Jahres verliehen worden ist. Und es ist interessant festzustellen, dass es 3 deutsche Automobile waren, die sich die ersten 3 Plätze teilen. Sie sagen, Sie sind sehr gelassen, aber was passiert nun, wenn die Japaner weiter so kräftig zulegen? Jetzt haben Sie 15% Marktanteil. Was ist, wenn Sie 20-25% Marktanteil haben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, mit unserer Strategie, die wir also offensiv betreiben werden, wird es uns gelingen, dass Tempo des japanischen Wachstums schon zum Stillstand zu bringen. Da bin ich also sehr zuversichtlich. Könnten Sie sich vorstellen, dass die deutsche Automobilindustrie, wenn es wirklich zu diesen Steigerungsraten kommt, dann nach protektionistischen Maßnahmen ruft, das heißt, wie Italien, Frankreich einfach den Markt für japanische Autos zumacht? Das können wir uns überhaupt nicht erlauben. Die deutsche Automobilindustrie verkauft mehr Autos im Ausland als im Inland. Wir sind also auf den Export, auf Gedeihen von der angewiesen. Wir wären schlecht beraten, wenn wir nach Protektionismus rufen würden. Das wird nicht geschehen. Warum verkauft die deutsche Automobilindustrie eigentlich so wenig Auto nach Japan? Das liegt an gewissen Hemmnissen, also nicht an den Zöllen, sondern mehr an bürokratischen Hemmnissen, die in diesem Markt existieren, wie beispielsweise das Zulassungsverfahren, die Versicherung, wie die Versicherung ausgestaltet wird und auch wie zum Beispiel das Steuersystem wirkt. Das sind also Hemmnisse, die uns hindern, in einem größeren Maße in diesen Markt einzudringen. Vielen Dank, Herr Dr. Herke. Gerne. Schön, wenn es sich ein Vorstandsvorsitzender verkneift, einen Erfolg breitzutreten und noch schnell den Namen eines bestimmten Fahrzeugs einzuschmuggeln. Liebe Zuschauer, von Asylbewerbern ist bei uns viel die Rede. Von Deutschen, die früher anderswo Asyl fanden, wird wenig gesprochen. Vor solchem Hintergrund macht es Freude, jemanden vorzustellen, der Deutschland einst verlassen musste, dann im Ausland Erfolg hatte und nun die frühere Heimat trotzdem nicht ausspart. Klaus Henning Affert schildert Ihnen in unserer Reihe zur Person Hans Stern, Juwelier und Diamantenhändler. Rio de Janeiro. Stets zur gleichen Zeit morgens verlässt Hans Stern, der unauffällige Mann im offenen Hemd, sein Wohnhaus im Strandviertel. Jedes Mal überwacht ein Streifenfahrzeug der Polizei sorgfältig die Szene. Rio ist ein gefährliches Pflaster und Hans Stern, der Juwelier, ist millionenschwer. Er gehört zum Kreis der reichen Leute in Brasilien. Persönliche Bewachung müssen Sie sich etwas kosten lassen. Das Firmenzentrum in der Rua Visconde de Pirajá. Hans Stern hat das Gebäude zum architektonischen Wahrzeichen des eleganten Stadtviertels Ipanema gemacht. Vom Büro in der obersten Etage regiert er sein Edelsteinreich. Von hier aus dirigiert er über 2000 Mitarbeiter und 200 Verkaufsfilialen in Amerika, Europa und Nahost.
Sein Weltreich hält Hans Stern buchstäblich mit der Telefonleitung zusammen. Er ist einer der erfolgreichsten Emigranten Deutschlands. Der älteste Sohn Roberto steht ihm zur Seite. Später soll Roberto eine ausgetüftete Organisation übernehmen, die sämtliche Aktivitäten von der Minenausbeutung über die Verarbeitung der Rohsteine bis zum Verkauf selbst betreibt. Ein Familienimperium, vom Patriarchen vor Jahrzehnten begründet. Noch immer reist der fast 70-Jährige selbst in die brasilianische Wildnis, in die abenteuerliche Welt der Schatzsucher. Mit der Diaschau wird angehenden Verkäuferinnen ein Stück Firmengeschichte vermittelt. Bei den Edelsteinschürfern und Goldgräbern des Busch- und Berglands von Minas Gerais und Bahia hatte Hans Stern schon vor 50 Jahren über die Welt des Reichtums fantasiert. Damals stand er als Emigrantensohn vor dem Nichts. Heute, nach harten Lehr- und Arbeitsjahren, ist er selbst Besitzer zahlreicher Minenbetriebe. Rio-Touristen aus aller Welt bietet Stern Gelegenheit, die Verarbeitung vom Stein zum Juwel von seltener Schönheit zu sehen. Diese deutschen Besucher bewundern einen Aquamarin. Mit 19 Kilo und 20.000 Karat der größte, reinste und leuchtendste Rohedelstein, der in den letzten Jahren entdeckt wurde. Wir haben drei Leute gefunden. Dann haben wir schwarz verkauft. Und dann kam es zum Streit vom Richter. Und dann das ist ein Abgesandter von ihm hingefahren und hat dann $10.000 mehr gewonnen. Der ist für $45.000 gekauft worden von der Ding. Ja. Und hat einen Wert, wenn sie es auseinandernehmen, von 20 Millionen. Ja, aber man weiß nicht, wie er platzt. Nein, also sagen wir mal, ist da Gold drin? Nein, das ist nur ein Rohstein. Ne? Im eleganten und präzisen Schliff liegt das Geheimnis des Erfolgs. Von den Qualitäten der Facette und Politur überzeugt der Chef sich immer wieder persönlich. Der Tresor ist das Herz des Unternehmens. Bei Hans Stern werden Monat für Monat 150.000 Schmuckstücke hergestellt. Sonderanfertigungen machen 15% der Produktion aus. Stern garantiert seinen Kundinnen für jeden Stein und jedes Schmuckstück Umtausch oder Rücknahme innerhalb eines Jahres. Kein Juwelier der Welt hat so eine große Auswahl an Edeltopazen. Diese Edeltopazen werden nur in Brasilien gefunden. Das sind zum Beispiel sehr dunkle Aquamarine in Weißgold ausgefasst, in Brillanten. Rund um den Globus werden solche Preziosen verkauft. Nach Tiffany ist Hans Stern der größte Juwelier der Welt. Nur im direkten Gespräch offenbart sich der Verkaufspsychologe, der geheime Wünsche kennt. 250.000 D-Mark. Mit Brillanten ausgefasst. Bei allem Erfolg, die zwiespältigen Gefühle des Emigranten umschreibt Stern so. Brasilien hat mir eine Zukunft geboten. Und das Ergebnis dieser Arbeit, das sehen Sie nun hier. Mit unseren Filialen, H-Stern-Filialen in Düsseldorf und Frankfurt, bin ich jedoch auch wieder emotionell und nicht nur kommerziell nach Deutschland zurückgekehrt. Die Privatsammlung der Familie Stern. Kostbarkeiten, unverkäuflich und von unschätzbarem Wert. Möglicherweise bekommt mancher jetzt einen Nostalgieanfall und denkt, da war doch noch was. Richtig, Stern von Rio. Es tanzte Laiana, es sang Rudi Schuchicke. Liebe Zuschauer, da kam neulich aus Ihrem Kreis die Anfrage, was bei der Abfassung eines Testaments zu beachten sei. Ja, und als wir uns um eine schlüssige Antwort bemühten, tauchte plötzlich die Frage auf, was geschieht eigentlich, wenn ein Testament nicht vorliegt? Wer erbt dann? Gut, mein Kollege Wolfgang Friedrich
sagt's Ihnen gleich. Und das ist dann der Tipp 1 zum Thema Testament. In der nächsten Woche gibt's dann zwangsläufig Tipp 2. Streit in der Familie, verehrte Zuschauer, lässt sich nicht immer vermeiden, aber doch wenigstens begrenzen, auch wenn es um das Erbe geht. Wichtig ist dabei erstmal, dass Sie wissen, wer erbt, wenn Sie kein Testament hinterlassen, wenn also die Bestimmungen des deutschen Erbrechts wirksam werden. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Ehepartner aufgrund der gesetzlich vorgegebenen Erbfolge regelmäßig nicht mehr als 3/4 Ihres Nachlasses erben kann, solange beispielsweise noch ein Neffe oder eine Nichte von Ihnen lebt? Nach deutschem Recht erben grundsätzlich nur Verwandte, also Personen, die gemeinsame Eltern, Großeltern, Urgroßeltern oder auch noch entferntere gemeinsame Vorfahren haben. Nicht verwandt in diesem Sinne und daher von der gesetzlichen Erbfolge ausgeschlossen sind die Verschwägerten. Also zum Beispiel Schwiegermutter oder Schwiegervater, der Schwiegersohn, der Stiefvater oder auch das Stiefkind. Zwei Ausnahmen gibt es allerdings. Zum einen die adoptierten Kinder. Sie sind den Ehelichen gleichgestellt mit allen Rechten und Pflichten. Und zum anderen der Ehepartner. Obwohl er in der Regel nicht mit dem Erblasser verwandt ist, hat er dennoch ein eigenes Erbrecht. Nun sind aber nicht alle Verwandten in gleicher Weise erbberechtigt. Sie werden in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt. Erstens die Erben der ersten Ordnung. Hierzu gehören nur die Nachkommen des Verstorbenen, also Kinder, Enkel und Urenkel. Beispiel: Der Verstorbene hat eine Tochter und 3 Enkelkinder, die aber von einem bereits verstorbenen Sohn abstammen. In diesem Fall erhält die Tochter die Hälfte, die 3 Enkelkinder die andere Hälfte, also jedes Kind ein Sechstel. Nicht-eheliche Kinder gehören nur dann zu den gesetzlichen Erben der Väter, wenn sie nach dem 30. Juni 1949 geboren sind. Zweitens die Erben der zweiten Ordnung. Hierunter fallen die Eltern des Verstorbenen, seine Geschwister und deren Kinder. Verwandte dieser Art können allerdings nur dann erben, wenn kein näherer Verwandter der ersten Ordnung mehr lebt. Beispiel: Sie sind alleinstehend, Ihre Eltern sind verstorben und Sie haben noch 2 Geschwister. In diesem Fall erben die Geschwister je zur Hälfte. Sind diese bereits verstorben, wird das Erbe wiederum unter deren Kindern aufgeteilt, also unter ihren sämtlichen Neffen und Nichten. Drittens, die Erben der dritten Ordnung. Sie umfassen die Großeltern und deren Kinder und Kindeskinder, also Onkel und Cousinen zum Beispiel. Grundsätzlich gilt bei der Erbfolge, solange ein näherer Verwandter des Verstorbenen noch am Leben ist, schließt er alle möglichen Erben der nächsten Ordnung aus. Kommen wir schließlich noch zum Ehepartner. Haben Sie ohne besonderen Ehevertrag, also im gesetzlichen Güterstand der sogenannten Zugewinngemeinschaft gelebt, so bekommt der überlebende Ehepartner die Hälfte des Erbes. Die andere Hälfte geht an die Erben erster Ordnung, also an ihre Kinder und Enkelkinder. Sind keine Kinder vorhanden, so erbt der Ehepartner 3/4 des Nachlasses und die Verwandten der zweiten Ordnung, je nachdem also die Eltern oder die Geschwister oder die Neffen und Nichten, das restliche Viertel. Ist weder ein Ehegatte noch ein Verwandter mehr vorhanden, dann wird der Staat gesetzlicher Erbe. Wenn Sie jetzt festgestellt haben, liebe Zuschauer, dass diese vorgegebene Erbfolge nicht Ihren Überlegungen und Wünschen entspricht, dann sollten Sie auf jeden Fall ein Testament machen. Was dabei wichtig ist, sage ich Ihnen am nächsten Montag. Die heutigen Hinweise können Sie wie immer unter der Rufnummer 06131 7073 jederzeit in den nächsten Tagen abrufen. Wer Videotext empfängt, findet sie auf Tafel 370. Liebe Zuschauer, viele Menschen, vor allem in fortgeschrittenem Lebensalter, brauchen Pflege, weil sie allein nicht mehr zurechtkommen. Woraus sich die Pflegebedürftigkeit im Einzelnen ergibt, das ist schwierig herauszufiltern und für die Betroffenen auch gar nicht so wichtig, denn Pflege betrifft ohnehin den ganzen Menschen. Bei der Finanzierung der Pflege allerdings, da wird fein unterschieden. Geht es um die Pflege im Rahmen von Krankheitsbehandlung, dann gilt sie als Behandlungspflege und die Krankenkasse zahlt dafür. Geht es aber um sogenannte Grundpflege, dann müssen die Pflegebedürftigen selber zahlen oder oft Sozialhilfe in Anspruch nehmen.
Bei der Finanzierung der Pflege liegt also einiges im Argen und private Versicherungsangebote ändern daran nichts. Doch gerade weil die Finanzierung schwierig ist, sind kostengünstige Formen der Pflege umso mehr gefragt. Und da gibt es zwischen der Pflege zu Hause und der Betreuung im Pflegeheim noch manche Form, die Beachtung verdient. Zum Beispiel die sogenannte Tagespflege, für die es in der Bundesrepublik bis jetzt allerdings noch nicht einmal 1000 Plätze gibt. Uli Röhm schildert ein Beispiel aus Stuttgart. 5-mal in der Woche, von Montag bis Freitag, holt dieser grüne Kleinbus morgens zwischen 8 und 9 Uhr 12 ältere pflegebedürftige Menschen zu Hause ab. Einer von ihnen, Josef Lehner. Nach einem Krankenhausaufenthalt besucht er die sogenannte Tagespflege im Altenheim der Else-Heidlauf-Stiftung in Stuttgart. Ein Angebot für Pflegebedürftige, die tagsüber von Angehörigen nicht versorgt werden können, weil diese berufstätig sind, aber auch für alle, die noch nicht ins Altenheim möchten und trotzdem Hilfe und Unterstützung brauchen. Nach der Ankunft gemeinsames Frühstück. Angeboten werden im Laufe des Tages 3 altersgerechte Mahlzeiten. Möchten Sie noch kommen? Also selbstverständlich auch Schonkost oder Diät. Allein können diese alten Menschen ihre Mahlzeiten nicht mehr zubereiten. Nach dem Frühstück medizinische Versorgung nach Bedarf. Einige erhalten Medikamente. Bei Herrn Lehner muss der Blutdruck regelmäßig kontrolliert werden, nach ärztlicher Verordnung. Versuch mal, den Reif zu drehen. Ja? Ganz ruhig, aber versuch mal, ein bisschen schneller zu werden, ja? Gymnastikstunde mit Bewegungsübungen, damit auch alte Menschen vital bleiben oder zur Rehabilitation nach Krankheit. Und jetzt lassen wir mal oben. Die Tagesbesucher beteiligen sich gerne, denn hier treffen sie mit den Bewohnern des Altenheims zusammen. Ein bisschen Ehrgeiz ist schon dabei. Allerdings besteht auch die Möglichkeit, sich alleine zu beschäftigen, denn nicht jeder mag sich in der Gruppe entfalten. Und dann drücken wir es auf den Stoff auf. Eine Beschäftigungstherapeutin hilft beim Stoffdruck mit Blättern. Ja, wenn Sie möchten. Ja. Solche Arbeiten sollen das Schöpferische fördern und geistig anregen. Schön, ja. Okay. Auch Fußpflege gehört natürlich zum Angebot dieser Einrichtung. Herr Lehner ist wie die meisten auch hier auf Hilfe angewiesen und lässt sich dabei ganz gerne verwöhnen. Bäder und Massagen werden im Pflegeheim ebenfalls angeboten. Ein ausgebildeter Masseur und Bademeister kümmert sich auch um die Tagesbesucher. Einmal in der Woche kommt jeder von ihnen hierher. Täglich macht Herr Lehner in Begleitung einer Pflegehelferin Gehübungen. Die Fortschritte sind sichtbar. Der Fußlupfer wie Charlie Chaplin, hat er immer gesagt. Der Gymnastiklehrer. Wer in diese Tagespflege kommt, ist tagsüber versorgt und kann trotzdem in seinen 4 Wänden wohnen bleiben. Mancher besucht die Tagespflege auch nur 2 Tage in der Woche. Was ist der Grund? Dass ich Unterhaltung habe, weil ich gehe ja praktisch, wenn ich bloß daheim sitze. Das wird man ja blöd, auf Deutsch gesagt. Ne? Ich bin froh, immer, wenn er hier kann. Ich bin dienstags und freitags hier. Da nehme ich Unterhaltung. Wie heute zum Beispiel die Singer, gell? Ginge es nach den alten Leuten hier, wäre der Musiker aus der Nachbarschaft jeden Tag hier. Das gemeinsame Singen steht auf der Wunschliste ganz oben. Die Tagespflege kostet jeweils 72 Mark. Darin enthalten sind der tägliche Transport, das Essen und die Betreuung. Herr Lehner zahlt davon nur die Hälfte, 36 Mark. Den Rest trägt die Stadt Stuttgart,
bei Bedürftigen sogar noch mehr. Denn die Tagespflege ist immer noch billiger als ein Heimplatz rund um die Uhr. Tagespflege bedeutet nicht nur medizinische und pflegerische Betreuung, sondern auch Kontakt zu anderen und ein kulturelles Angebot. Liebe Zuschauer, die Bonner Koalition hat ihre Aufgaben zumindest in einem Punkt nicht gemacht. Ich meine die finanzielle Sicherung des Einzelnen, wenn er pflegebedürftig wird. Der CDU-CSU-FDP-Koalition dies vorzuwerfen, das klingt parteipolitisch einseitig, so als ob ich mir die Auffassung der SPD oder der Grünen zu eigen machte. Denn aus deren Bereich stammen üppige Vorschläge zur Pflegefinanzierung. Es gab dafür jedoch auch bedenkenswerte Gesetzentwürfe der bayerischen Staatsregierung, CSU, oder der Landesregierung von Rheinland-Pfalz, CDU. Und sogar die Bundesregierung selber legte den Entwurf eines Gesetzes zur Pflegeverbesserung vor, in der Sache kärglich zwar und allein zu Lasten der Krankenkassen, ohne Rückgriff auf Steuergelder. Immerhin aber, es war ein Versuch, Notwendendes wenigstens zu beginnen. Doch der Versuch versickerte, im Bundestag lief alles auf eine politische Beerdigung der Gesetzesvorlage hinaus. Fachleute stimmen darin überein, dass eine befriedigende Pflegefinanzierung zwischen 8 und 12 Milliarden D-Mark jährlich kosten würde. Und das reimt sich politisch natürlich überhaupt nicht auf die Pläne, eine große Steuerentlastung ins Werk zu setzen. Stoff zum Nachdenken. Die nächste WISO-Sendung am kommenden Montag, 21.15 Uhr. Die Szene auf dem Ostberliner Flughafen Schönefeld sagt auch was über das Wetter aus. Der japanische Ministerpräsident Nakasone trifft auf eisige Temperaturen. Die DDR ist für ihn Zwischenstopp auf der Reise von Finnland nach Jugoslawien und Polen. Im Reisegepäck eine ortsübliche Pelzmütze, japanische Freundschaftsgeschenke. Sie sollen den Ausbau der Beziehungen zwischen Japan und der DDR dienen. Der Besuch erfolgt auf Einladung von Parteichef Erich Honecker, der ja 1981 in Tokio war. Guten Abend, es ist der erste Besuch eines japanischen Premierministers in der DDR. Es sind also immerhin 42 Jahre vergangen seit der Niederlage Japans und dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches, mit dem es verbündet war. Mit der Bundesrepublik Deutschland hat Japan früh den wirtschaftlichen Aufstieg geteilt und politische Bande geknüpft. Japan hätte sicherlich das andere Deutschland etwas früher ausgekundschaftet, wenn dort bei aller politischen Ferne wirtschaftlich mehr zu holen gewesen wäre. Aber die Verflechtungen der Weltwirtschaft sind heute so ausgelotet, dass sich jede Nische und Lücke lohnt. Und deshalb ist die DDR kein weißer Fleck mehr für japanischen Export, wie der Beitrag von Bruno Funk belegt. Wie man mit Stäbchen isst, so richtig japanisch, das erklärt eine Leipzigerin im Restaurant Sakura, das heißt Kirschblüte. Und wer da kocht am Pepanyaki-Tresen des Messehotels Merkur, so richtig japanisch, das ist auch einer aus Leipzig, Chefkoch Ulrich Reinhardt. In Japan war er nie, aber mit seinen Lehrmeistern kann er es inzwischen aufnehmen. Zur Eröffnung kam ein japanischer Experte, insbesondere für diese Bratspezialität, der uns die bestimmten Handgriffe
aber vor allen Dingen die Zusammenstellung der einzelnen Menüs gab und Hinweise für die Geschmacksrichtung. Verrückte Welt, die hier ebenfalls in Leipzig mit Schneebällen werfen, das sind diesmal Japaner, echte Japaner, sogar mit Tiroler Hut. Schauplatz ist der volkseigene Betrieb Metallguss Leipzig. Hier ist in diesen Tagen eine Teststrecke zur Fertigung neuer Motorenblöcke angelaufen. Das Know-how kommt aus dem fernen Asien, eine Kooperation ganz neuer Art. Mit dem Internationalen Handelszentrum hat es 1979 in Ost-Berlin angefangen, ein Prestigeobjekt mit vielen leeren Büros, die Mieten sind unerschwinglich. Das Merkur-Hotel folgte in Leipzig, klotzig, der Messepalast. Die DDR und Japan auf dem Globus, unscheinbare Punkte und doch so verschieden. Dass sie auch behutsame Baumeister sein können, genau neben dem japanischen Palais in Dresden, zeigt die Gesamtanlage des Bellevue Hotels. Mit noch größerem Einfühlungsvermögen bauen Japaner zurzeit das neue Grand Hotel in der Friedrichstraße. Sie zeichnen und konzipieren, aber wer da meint, es ginge um Milliardenbeträge, der irrt gewaltig. Nicht einmal 0,1% des japanischen Außenhandels machen die Verträge mit der DDR aus. Ganze 140 Millionen Dollar waren es zum Jahresende 1986. Haben Sie nach dem Grand Hotel Anschlussprojekte? Gibt es neue Aufträge? Der Einfluss der Japaner auf die DDR ist also eher architektonisch und gastronomisch bisher. Wir in der Bundesrepublik Deutschland hingegen wetteifern mit ihnen und den Amerikanern auf den Weltmärkten. Die neuerliche Aufwertung der D-Mark ist dabei sicherlich unserer Exportwirtschaft nicht dienlich. Zudem bewegen wir uns im europäischen Währungssystem, das uns insgesamt mehr Schwergewicht verleiht, aber immer neue Reibungen beschert. Dabei geht es nicht nur um die Anpassung der einzelnen europäischen Währungen an die jeweilige nationale Entwicklung, sondern auch ums Prestige. Es dauert meist bis tief in die Nacht, bis sich nationaler Stolz wirtschaftlichem Zwang beugt oder auch umgekehrt. Was gestern Nacht herausgekommen ist, schildert uns noch einmal Helmut Reitze. Letzte Woche war der französische Franc an den Devisenbörsen wieder stark unter Druck. Die D-Mark, die deutsche Mark dagegen, wieder stark gefragt. Wieder einmal. Zum vierten Mal innerhalb der letzten 18 Monate war eine Wechselkursänderung im europäischen Währungssystem, kurz EWS genannt, unausweichlich. In Brüssel hatten die Finanzminister und Notenbankchefs der EG heute in den frühen Morgenstunden beschlossen, dass die deutsche Mark und der holländische Gulden um 3% aufgewertet werden, der belgische und der luxemburgische Franc um 2%. Der französische Franc wurde nicht abgewertet, er blieb, wie die übrigen Währungen im EWS, unverändert. Devisenbörse in Frankfurt. Mit 30,12 Mark für 100 Franc wurde die französische Währung heute Mittag nur wenig höher notiert als am letzten Freitag. Da waren es 30 Mark und 3. Der amerikanische Dollar fiel mit 1,90 Mark auf den tiefsten Stand seit November 1980. Devisenhändler und Bankiers erklärten, die Wechselkursänderungen seien nicht ausreichend, um die Spannungen im europäischen Währungssystem längerfristig abzubauen. Finanzminister Stoltenberg äußerte sich zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. Reichen da 3% überhaupt aus, um diese Spekulation zu begegnen? Davon sind wir überzeugt, weil ja in den Wirtschaftsdaten keine zwingende Begründung für eine Wechselkursveränderung im europäischen Wirtschaftssystem gegeben war. Wir glauben, das ist ein klares Signal. Wir rechnen auch damit, dass das kurzfristige